Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Reaction-Video. Vernünftig, eure Videos und ich ziehe mir Hashtag Folge 5 rein. Ihr habt ja auch schon viel in die Kommentare geschrieben, dass ich auf Folge 53 reagieren soll oder so. Aber die sind alle ziemlich stark. Ich fange mal hier ganz von vorne an. So, jetzt läuft die Geschichte auch. Wir ziehen uns Folge 5 rein. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Erstmal liken hier. Kann ja ein gutes Video werden. Der macht das aber auch immer geil, ne? Geht los und denkst so, ah! Mann, ey. Diese ganz. Immer diese Psychos, ey. Immer diese Psychos. Übertreib doch. Lass uns mal Bimsen hier wegmachen. Wo will er hin? Übertrieben. Boah, sowas ist auch geil. Richtig so Schneesturm, dirty, Matsch irgendwie. Muss immer aufpassen. Ist immer tricky. Du weißt nie, wann eine gefrorene Stelle kommt. So ein bisschen. Ja, seht ihr, was ich meine? Genau das meine ich. Da zieht einer irgendwie durch und puff dir auf die Scheibe. Waschanlage oder was? Bockt halt nicht. Ich habe auch immer Paranoia so. Ihr seht das ja in dem Video, dass da immer so zwei Spuren freigefahren sind. Das ist immer heftig im Schnee, wenn du dann so mit 100 von einer Spur, die gerade safe ist, über die Schneespur auf die mittlere Spur wieder zurückwechseln willst. Bleibt da lieber cool. Ist also nicht zu empfehlen. Eine Landstraße 60. Ist geil. Ja, lohnt sich ja direkt. Gut vor der Kurve auch zu holen. Ist richtig übersichtliche Stelle, richtig gut zu sehen, richtig gut zu sehen. Ja, regt sich auf, weil der so langsam. Ah, der ist die ganze Zeit langsam gefahren, so 60. Und als der Typ ihn überholen wollte, hat er Kette gegeben. Wieder so ein klassisches Ego-Problem, Freunde. Jetzt hat er nichts. Wusa. Für die unter euch, die Bescheid wissen. Du dummes Dreckschwein, Alter! Ah ja, komm. Also, es gibt zu viele dumme Menschen. Du kannst dich nicht über alle aufregen. Das ist Leben verschwendet. So, er fährt ein bisschen dichter auf. Innerhalb geschlossener Ortschaft beträgt der Reaktionsweg meistens eine Sekunde. Ausgerechnet wird es in Geschwindigkeit durch 10 mal 3. Erstmal Kinderriegel holen, wieder entspannen. Schönes Auto. Noch schöneres Auto. Boah, die sind auch richtig teuer, die Dinger. Ey, so geile Samba Edition oder so. Die bocken richtig. Ja, Unfall. Warndreieck steht jetzt nicht ganz so optimal. Ihr könnt euch immer merken, so Warndreieck so weit aufstellen, wie schnell man da fährt. Innerhalb geschlossener Ortschaft 50, auf Landstraßen 100 Meter entfernt und auf der Autobahn würde ich es vielleicht so 150 Meter hinstellen. Das ist immer ein bisschen besser. Das ist komplett den Anhänger verloren, ne? Das sah zumindest so aus. Ja, komm, fahr raus. Schaffst du noch. Schön auf 28 runtergebremst. Bockt. Das bockt. Ich weiß auch gar nicht, was er falsch gemacht hat. So, guck, der Olli fährt hier. Schöne Brücke. LKW zieht zu dicht rein. Ah. Ja, unangenehm. Jod, verdammter! Ach so,
Bei LKWs ist das ja so, dass dieser automatische Bremsassistent dann da reingeht und, naja, bremst der LKW. Ob der LKW-Fahrer das will oder nicht, ist halt dann doof. Was macht der jetzt? Ja, viele, da fluchen viele in der Folge, ne? Diese Sendung ist vielleicht nicht für Kinder geeignet oder so. Muss ich mal gucken. Ja. Schön aufgeregt. Scheint kalt zu sein auch in dieser Jahreszeit. Jetzt kommt er von hinten, überholt nochmal raus? Ne. Eugen ist auch schnell. Ich war ja auch mal jung, ne? Also ich bin auch immer noch jung, aber das ist gesundheitstechnisch das wie wenn du eine Shisha raus und statt Wasser Tequila nimmst. Das ist nie gut, ey. Ja. Zahnspange. Sie brauchen eine Zahnspange. Bambi. Oh, ey, wo ein Bambi ist, meistens ganze Gang. Könnt ihr euch immer merken. Wenn ihr eins seht, chillen die anderen auch da irgendwo. Wenn ich mal später reich bin. Heute habe ich schon geguckt, ich wollte mir eine Kuh kaufen. Ich war bei so einem Typen hier. Ich habe da mit Vito was abgeholt und der hat Kühe gezüchtet. 700 Euro kann ich so eine kleine Kuh haben. Aber die werden so schnell groß, ey. 800 Kilo in 18 Monaten, dann wiegt das Ding 800 Kilo, da weiß ich nicht mehr, wo ich ihn hinstellen soll. Und Scott, der erschreckt sich mit der Kuh, glaube ich. Aber wenn ich einen größeren Garten habe, dann. Einstein hat mal gesagt, nur zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Wobei er sich bei dem Universum nicht ganz sicher war. Da kommt der helle Stern. Was? Falsche Seite, oder? Was ist los? Oh, ist aber nett. Ne? Also da, wenn da einer auf der Straße geht oder so, ist immer cool, wenn der Bescheid sagt, bevor da einer mit 100 weiterballert. Da stand hier einer vom Oktoberfest letztes Jahr oder vorletztes nach Hause gelaufen. Wo ist er denn? Ach du Scheiße. Kentucky Fried Chicken oder was? Nehmen Sie Drogen? Welche? Ich glaube, dass er glaubt, dass er fliegen könnte. Sah so aus. Lass die Drogen aus dem Balch. Ist so. Gelbe Ampel? Rote Ampel? Sehr rote Ampel. Freunde, der neue Bußgeldkatalog ist draußen und ich habe heute gesehen, für falsches Halten, nicht mal parken, falsches Halten mit Gefährdung, das heißt, wenn ihr so auf dem Gehweg haltet und dadurch Fußgänger auf die Fahrbahn ausweichen müssen, kostet 80 Euro und ein Punkt. Schön rausgezogen, ja. Auch geil, wie die überholen. Du siehst doch schon von Weitem, das kann nichts werden. Das. Ja, da würde ich auch dann reinfahren. Richtig gelohnt.
Gewinnertyp ist das. Und mal, links der Typ mit dem Auto, ne? Ich als Fahrlehrer würde jetzt schon, ich weiß nicht, was passiert, aber ich würde jetzt schon darauf tippen, dass der Typ so nervös ist, dass er gleich richtig krass rechts rüberzieht. Damit würde ich als Fahrlehrer jetzt rechnen. Das ist die Szene aus dem Anfang, oder? Das war die, oder? Ich hätte eher mit dem Passat da vorne sogar gerechnet, dass der noch rüberzieht. Das war die Situation, was ich meinte auf der Autobahn, dass hier, wenn du jetzt die Spur wechselst, musst du ja über diese Schneekante, die da ist. Das ist nicht geil. Ist aber auch heftig, den Berg da hoch zu kriechen, ne? Komm, da zieht doch einer vorbei, da zieht doch noch einer raus, da kommt doch noch einer. Komm, komm. Wo ist er? Da ist er, aber klar. Aber klar. Das ist ja eine anstrengende Folge hier, ey. Immer wieder ziehen die da raus. Mann. Schön wieder auf 32 runterbremsen. Wenn ein Auto einmal brennt, Freunde, ne? Lauf, Forrest, lauf. Auch nichts mehr. Der Typ, der das Graffiti gemalt hat, ärgert sich bestimmt. Da siehst du morgen nichts mehr von. Werkstatt. Hashtag gleich Werbung. Boah, er hat Flip-Flop-Lackierung, ja? Richtig krass. Nein, nein. Scheiße, schnell weg. Nein, das macht er natürlich nicht. Weil es ein Ehrenmann ist, der zu seiner Scheiße steht, die er fabriziert. Gut. Geht da rein, holt den Typen raus, die klären das. Korrekt, das ist korrekt. Ich wollte eigentlich nur noch mal gerade bei diesem Beispiel schön erwähnen, weil Parkrempeln und Wegfahren ist ja... richtige Huso-Aktion. Gang und gäbe, ne? Leute, das gibt 3 Punkte, das gibt eine fette Strafe und den Führerschein bist du auch bis zu 3 Monate los. Wäre hier auch Personenschaden, gibt es einen Lappen. Dann so ist der Lappen weg. Die Strafe ist viel höher und du bist des Lebens nicht mehr froh, so ungefähr. Also Leute, wenn ihr Scheiße baut, steht dazu. Und dann unter den Scheibenwischer mit der Telefonnummer. Das gilt nicht, ist trotzdem Fahrerflucht. Ja. Guck mal hier, die Kamera macht dem LKW da vorne einmal kurz Lichthupe und sagt dem LKW damit ganz drüber. Das ist ganz geil, das könnt ihr immer machen, ne? So ein bisschen zack, zack. Muss es halt nur wollen, ne? Ja, und die LKW-Fahrer machen dann auch so geil Blinker links, Blinker rechts, Blinker links, nur um euch zu sagen, danke, Bro. Gute Aktion. Hey, I like. Falsche Seite, Brudi. Ja, genau. Entspannt bleiben. Kann passieren. Ja, okay. Alter, was ist denn? Ja, der hat sich vertan, Mann. So, ich stelle das passend schön auf hier. Da kommt man durch. Guck. Oh, dem ist der Gulasch abgerissen. Wurzelbehandlung. Ohne Spritze. Das wäre dem Tesla nicht passiert. Der hätte vorher und wäre dann wieder rübergezogen. Ja.
ein bisschen WhatsApp. Schön die Kurve geschnitten. Ach du Scheiße. Oh, ein bisschen was umgekippt. Was machst du da? Nix mehr. Vollbremsung. Gut reagiert. Wenn da jetzt übrigens ein Fahrradfahrer rechts gewesen wäre, schlecht. Deswegen versuche ich den Fahrschülern immer beizubringen, obwohl das komisch klingt, draufzuhalten. Weil Fahrräder und Fußgänger knallst du durch so eine Situation. Also der Reflex ist ja, der kommt raus und du ziehst weg. Eigentlich müsstest du gucken, ob da jemand neben dir ist. Weil wenn ja, halt drauf. Der Typ, ja, ist weg. Dem ist das peinlich, was er da macht. Das ist wie mein letzter Friseurtermin. Knapp verpasst. Achtung, okay. Ja, klar fährt er los. Muss halt runterbremsen. Ja. Die Hupe bringt dir jetzt auch nichts mehr. Dann brauchst du nur noch. Ja, schönen Dank. Danke. Da denke ich jetzt. Oh. Schön. Ja, ich glaube, das war das Ende vom Video. Freunde, wenn es euch gefallen hat, macht, was ihr wollt. Liken, abonnieren oder gebt mir einen Daumen nach unten oder nach oben. Ich habe euch trotzdem lieb. Ja, nächste Folge sehen wir uns wieder. Passt auf euch auf. Tschüss.